Im vorigen Post habe ich ja schon darüber gesprochen, was macht einen Menschen widerstandsfähiger. Man spricht auch von Resilienz oder Coping-Strategien, also Umgang mit Stressoren zum Beispiel. Und da gibt es eine Umgangsmethode, aktiv zu werden. Ne? Also nicht in die Schockstarre zu landen, alles über sich ergehen zu lassen, da kommt wie im Reben Scheinwerferlicht, das überfährt mich. Nein, dann zu erkennen, okay, ich muss handeln. Ne? Aber auch hier hat alles positive wie negative Seiten. Es kann natürlich sein, dass man in dieser Handlung falsche Handlung vollzieht, weil man in einer Stresssituation ist. Also einen kühlen Kopf zu bewahren und zu handeln. Das ärgert mich, weil, wie wäre denn eine potenziell gute Lösung, damit umzugehen, damit ich in Zukunft nicht mehr davon gestresst bin?